Geht bis rüber in den Sozialfonds ihre Spende und dafür sage ich jetzt schon einmal im Namen der Gemeinde und im Namen des Veranstalters hier ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, unser Schornstein hat jetzt wieder mal ein Rauchzeichen sozusagen von sich gegeben. Ich sage gleich dazu, es ist ungiftig, das ist eine Nebelmaschine, da gibt es keine gesundheitlichen Probleme, wenn man da irgendwann mal einen Nasenfall erwischt, wie wir landläufig sagen. Gehört auch dazu, dass sich ein bisschen was bewegt hier. Ja, der Daniel Snopek, der Kollege aus Ochsenfurt am Main, ist damit beschäftigt, den Industrie Schornstein zu zerstören.